Fraktionsvorsitzenden. Hallo! Psst. Auflösen die Fraktionsbesprechung. Genossen, passt jetzt mal gut auf. Und ihr wisst, wenn ich das so ankündige, dann steckt etwas dahinter. Psst. Seid ihr bereit? Behandelt haben, als wären wir der letzte Dreck. Längst vergessen, wenn einer was gesagt hat, dann schauten alle weg. Längst vergessen, wie ätzend Fahnenappell am Montagmorgen auf dem Schulhof ist. Längst vergessen, wie der Kellner gedroht hat, man war nur noch Statist. Längst vergessen, wie gierig wir waren nach jedem Witz, nach jedem bisschen anders sein. Längst vergessen, wie neidisch das Herz war, wenn einer erzählte von Nordsee und Rhein. Längst vergessen, an jede Ecke haben sie Kampfesgrüße geklebt. Längst vergessen, dass man dauernd dachte, dass sich gar nichts mehr bewegt. Längst vergessen, wie die Sekretäre grinsten, jeder Blick ein schwarzes Loch. Längst vergessen, dass man in den Shop gefahren ist, weil's da so anders roch. Längst vergessen, wie gierig wir waren nach jedem Witz, nach jedem bisschen anders sein. Längst vergessen, wie neidisch das Herz war, wenn einer erzählte von Nordsee und Rhein. Ausgang war zu betoniert. Längst vergessen, aus und vergessen, als wär's niemals passiert. Längst vergessen, wie gierig wir waren nach jedem Witz, nach jedem bisschen anders sein. Längst vergessen, wie neidisch das Herz war, wenn einer erzählte von Nordsee und Rhein. Dass infolge permanenter, massiver, gezielter ideologischer Einwirkung des Kinglers, insbesondere mittels der elektronischen Massenmedien, sowie im Ergebnis des Wirksamwerdens feindlich negativer Kräfte in der DDR, unter bestimmten, von der Anzahl her relativ kleinen jugendlichen Personenkreisen, zunehmend sozialismusfeindliche bzw. fremde Erscheinungen formt, pseudopazifistischer, anarchistischer, aber besonders dekadenter Denk- und Verhaltensweisen zeigen. Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, Heavy Metals und deren Sympathisanten.